In der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten hat die Übernahme der Lehman Bank weitreichende Konsequenzen. Gerner, Wolfgang Barrow, hat es geschafft. Zumindest hat er in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, unterstützt von Zoe, Lara Dandelion Seibert, den jüngsten Schlagabtausch im ewigen Kampf mit seiner Erzfeindin Rosa Lehmann, Joanna Schümer, gewonnen. GZSZ. Gerners Antrittsrede. Kürzlich stellte er sich im Rahmen einer großen Pressekonferenz als neuer Vorsitzender der Lehman Bank vor. Heute ist ein bedeutender Tag in der Geschichte der Lehman Bank, begann er seine Rede. Für viele kommt der Führungswechsel unerwartet, für mich auch. Denn es gibt Möglichkeiten, die bekommt man nur einmal im Leben. Man sollte sie nicht ausschlagen. Rosa Lehmann hat sich aus familiären Gründen aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Wir alle wissen um ihren schweren Verlust. Der Tod von Felix, Thaddäus Meilinger, habe auch ihn getroffen, so Gerner weiter. Als Vater könne er verstehen, dass man sich in einer solchen Situation zurückzieht, um sich auf private Dinge zu konzentrieren. Und weiter. Die Familie sollte immer Vorrang haben vor allem anderen. GZSZ. Johanna geht nach Tokio. Wie wir bereits wissen, führte die Übernahme der Bank letztendlich fast zum Bruch mit Johanna, Charlotte Reschke, als Rosa ihr berichtete, was direkt nach ihrer Geburt vor 18 Jahren mit ihr geschah. Zwar sieht es so aus, als ob sie ihm und Katrin, Ulrike Frank, verzeiht, sie verkauft und entführt zu haben, dennoch entscheidet sich Johanna dafür, erst einmal Abstand zu gewinnen. Sie nimmt das Angebot an, den Job in Tokio anzutreten, den sie kurz zuvor absagte, zur vollsten Zufriedenheit von Rosa. GZSZ. Rosas Andeutung, doch wie Gerner schnell feststellen muss, reicht das seiner Kontrahentin noch nicht. Ich habe Rosa Lehmann getroffen. Erzählt er später Yvonne, Gisa Zach. Es ist wahrscheinlich nur heiße Luft, aber sie hat angedeutet, dass ich Kinder habe, von denen ich nichts weiß. Es wäre natürlich nicht unmöglich. Sie antwortet mit Klartext, geht das jetzt immer so weiter? Ihr klaut euch Firmen, ihr rächt euch, ihr grabt irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit aus? Demnächst wird Yvonne merken, dass Rosas Andeutung nicht aus der Luft gegriffen ist. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.